Wer an Österreich denkt, verbindet dieses Land mit einzigartigen Landschaften, Bergen, Seen und vielfältiger Kultur. Machtvoll erstrecken sich die Alpen über das Land, die im Südwesten mit dem Karnischen Kamm die Grenze zu Italien bilden. Dieses Gebirge ist die Verbindung zwischen Osttirol, Kärnten, Südtirol sowie Belluno und Friaul. Der Karnische Kamm hat eine bewegte Geschichte. Wurden doch hier während des Ersten Weltkriegs heftige Kämpfe zwischen den österreichischen und den italienischen Truppen ausgefochten. Die Bergsteigerdörfer in den Karnischen Alpen sind heute ein Geheimtipp für Wanderer und Bergsteiger. Sie laden ein, die Hektik des Alltags abzulegen, in Ruhe und Stille die Schönheiten der Landschaft einzuatmen und eine gesunde Pause in dieser zeitlos anmutenden Bergwelt einzulegen. Sowohl im Sommer über grüne Almwiesen oder auf anspruchsvollen Klettersteigen, als auch im Winter durch die unberührte weiße Landschaft sieht man sie auf die Gipfel steigen, um sich zufrieden und erfüllt um das Gipfelkreuz zu sammeln. Zahlreiche Hütten laden zum Verweilen ein und ermöglichen es, die wunderschöne Landschaft zu genießen. Am Fuße des Karnischen Kammes finden sich verschiedene Täler, die mit ihren Landschaften und Sehenswürdigkeiten zahlreiche Menschen einladen. 5 Gemeinden sind in diesem faszinierenden Lebensraum zu Bergsteigerdörfern mit besonderen Eigenschaften geworden. In diesen Bergsteigerdörfern haben die Menschen ihre Heimat naturbelassen erhalten und sind so zu sanften, alternativen Erholungsräumen geworden. Der österreichische Alpenverein hat ihnen mit dem Prädikat Bergsteigerdörfer eine hohe Auszeichnung als sanfte Erholungsräume in den Alpen verliehen. Die Berge und die Natur, das Wandern und Bergsteigen haben im kulturellen Selbstverständnis der Heimischen und Gäste einen hohen Stellenwert. Weniger, dafür besser, lautet die Devise, um hier zu leben und zu urlauben. Die Bodenständigkeit der Menschen, ihre jahrhundertelange Struktur gegen allzu moderne Trends und die Pflege von regionstypischen Traditionen bilden die Grundlage für ein klares und zeitgemäßes Angebot. Erholung für Körper und Geist. Zeit für die persönliche Rückbesinnung auf das Wichtige im Leben und die Einladung an alle, sich selbst in einer gesunden Natur als verantwortungsvolle Menschen zu verorten. Die kurze Wanderung, der Klettersteig, die Skitour und die gesellige Einkehr werden in den Bergsteigerdörfern erholsame Ausflüge zum eigenen Ich. Die Gemeinden Kartitsch, Ober- und Untertiliach haben sich zu einem Bergsteigerdorf zusammengeschlossen. Schon in den 1930er Jahren hat der Adel dieses Juwel entdeckt und in diesen Dörfern Erholung und Entspannung gefunden. Neben dem starken Erholungsfaktor, den dieser Ort bietet, gibt es hier auch einige in anderen Regionen wohl schon als Kuriositäten verstandene Eigenheiten, die durchaus sehenswert sind. So grasen die Kühe dort mitten im Ortszentrum. Auch um damit das ländliche, bäuerliche Leben dem modernen Menschen wieder zugänglich zu machen. Auf den steilen Almen kann man Bauern bei der Arbeit beobachten, die hier zum Teil noch mit der Sense tätig sind. Natürlich hat die Gegend auch kulinarisch einiges zu bieten. So findet sich hier einer der höchstgelegenen Erdbeerbauern Mitteleuropas, der Erdbeeren mit unvergleichlichem Aroma zu bieten hat. Eine besondere Spezialität in Kartitsch sind die Nigilan. Diese gibt es nur in Kartitsch. Sie werden nach einem Rezept gemacht, das schon seit Generationen existiert und weitergegeben wird. Die Nigilan erinnern in der Form an Krapfen, aber sowohl die Zubereitung als auch der Geschmack unterscheiden sich deutlich von allen anderen Krapfenarten. Die Fertigung dieses Gerichts ist äußerst zeitaufwendig. Um den einzigartigen Geschmack zu erzeugen, kommt es auf kleinste Details an. Selbst beim Teilen muss man darauf achten, dass die Nigilan richtig gerissen werden, um das Aroma nicht zu zerstören.
Ebenfalls in diesem Tal, genau genommen in Obertilliach, werden die Schlipfkrapfen angeboten, die ebenfalls ein gastronomisches Aushängeschild sind. Aber nicht nur für den Gaumen wird gesorgt. Verschiedene kulturelle Sehenswürdigkeiten bieten sich dem interessierten Gast. Ein Kutschenmuseum in Obertilliach mit vielfältigen Wagen für Pferde und Ochsen lassen Erinnerungen wach werden, wie man noch vor 100 Jahren Menschen und Material transportiert hat. Sehenswert ist der große Soldatenfriedhof, der daran erinnert, dass hier während des Ersten Weltkrieges heftig gekämpft wurde. Zahlreiche Gräber und die Gedenktafeln erinnern an die vielen Toten und das furchtbare Leid, das der Krieg auch in diese Ortschaften gebracht hat. Auch wenn heute friedliche Landschaften und ein wunderschöner Ausblick diese Dinge vergessen machen, so ist diese Vergangenheit hier dennoch allgegenwärtig. Ein Abenteuer besonderer Art ist die einzige Eishöhle in den Karnischen Alpen. Unterhalb des Obstanzer Sees warten rund 900 Längenmeter Höhlengänge auf neugierige Besucher und Abenteurer. Leicht erreichbar und für Familien mit Kindern allen Alters ist die Kirchalm in Untertilliach ein wahres Paradies. Sie liegt am Fuße des Eggenkofels und ist die größte bewirtschaftete Alm im Tiroler Gailtal. Es werden aber auch die schönen Traditionen hochgehalten, wie zum Beispiel der Nachtwächter. Noch heute durchstreift er Nacht für Nacht Obertilliach, das einzige geschützte Haufendorf in den Karnischen Alpen, um die Bevölkerung vor Feuer und Gefahr zu warnen. Dass uns Gott und unsere liebe Frau behüt, wird sie nur schlung, lobt sie Jesus Christus. Etwas ganz Besonderes ist natürlich das Herz-Jesu-Fest. Als stark katholisch geprägtes Land hält Tirol diese Tradition noch immer hoch. Für Tirol ist es eines von zwei Gelöbnisfesten, das bis in die napoleonischen Kriege zurückgeht. So wird dieses Fest in Kartitsch mit allem, was dazugehört, begangen. Kirche und Dorf sind auf den Beinen und leisten alle ihren Beitrag zu diesem Fest. Bereits am Tag kann man überall die emsigen Vorbereitungen beobachten für den Höhepunkt, der dann nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar wird. In den Bergen und im Dorf werden tausende Feuer und Lichter entzündet. Mit Hilfe der Feuer werden Herzen, Kreuze und der Schriftzug Jesu dargestellt. Vom Hochmoor und der Wasserscheide am Kartitscher Sattel aus haben Kleine und Große Gail die beiden Haupttäler geformt und ihnen den heutigen Charakter gegeben. Folgt man der Großen Gail, so wird man grenzenlos und unbemerkt in das wildromantische Bergsteigerdorf Lesachtal geführt. Nur die Hinweisschilder an der Straße machen aufmerksam, dass wir uns nun im Bundesland Kärnten befinden. Schon der Blick in das unberührte, romantische Lesachtal lädt ein, dort seinen Wanderurlaub zu verbringen. Übernachten kann man in Familienhotels, Pensionen oder auch auf einem der vielen Bauernhöfe. Hier beginnt der Tag schon sehr früh. Die Familie, die sich heute auf die Wanderschaft begeben wird, frühstückt in der Bauernstube. Aufgetischt wurden köstliche, hausgemachte Spezialitäten. Angefangen von Aufstrichen über Honig, Speck bis hin zum köstlichen Lesachtaler Bauernbrot. Man genießt die Bauernhofidylle und das Essen vom Hof. Dann geht es auf zu einer Wanderung. Im Tal kann man gemütlich durch die Almen wandern. Wunderschöne Landschaften und grasende Tiere begleiten die Wandernden. Wenn der Hunger und auch die erste Müdigkeit sich einstellen, dann laden die diversen Almhütten zum Verweilen ein. Auch unsere Familie wird die Gelegenheit für eine Einkehr nützen und die Schmankerl genießen, die hier angeboten werden. Nach einer ausgiebigen Pause geht es dann gesund gestärkt weiter. Ziel der Wanderung ist heute die Besichtigung des Mühlenweges in Marielugau. Das Lesachtal wurde früher auch das Tal der 100 Mühlen genannt, weil hier bis zu 200 Wassermühlen in Betrieb waren, welche nicht nur das Getreide mahlten, sondern auch Pflüge und Aufzüge, Dreschmaschinen und Sägewerke im Tal mit Energie versorgten.
Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung wurde die Wasserkraft ersetzt und viele Mühlen stellten ihren Betrieb wieder ein. Der Mühlenverein Maria Lugau betreut heute noch 5 voll funktionstüchtige Wassermühlen. Neben der Besichtigung des Wasserbetriebes entlang des Rundweges lohnt sich auch ein Besuch des Mühlenmuseums, wo den Besuchern viele spannende Informationen nähergebracht werden. Neben Ausstellungsstücken im Museum und einem kurzen Film über das Tal der 100 Mühlen im eigens eingerichteten Mühlenkino sind es vor allem die Ausführungen des Müllers, der den Gästen persönlich die Mühle zeigt und erklärt. Der Mühlenweg ist nur einer von vielen Möglichkeiten, sich das Lesachtal wandernd zu Gemüte zu führen. Die Ortschaft Birnbaum hat den idyllischen Wolaiersee zu bieten und eine reichhaltige Artenvielfalt in der Flora. Wem die Wanderungen nicht genügen, der kann von Liesing aus die mächtige Steinwand bezwingen und sein Können als Bergsteiger unter Beweis stellen. Beliebt bei Kletterern ist auch der Schluchtenklettersteig Milnatzenklamm hoch über Liesing. Auch in St. Lorenzen, wenn man durch das Frontal zur Hochweißsteingruppe gelangt, bieten sich sowohl für Wanderer als auch für Bergsteiger mehrere Möglichkeiten an, ihren Leidenschaften nachzugehen. Wen die Kultur reizt, der sollte sich einen Besuch im Wallfahrtsort Maria Lugau mit seiner prächtigen Barockkirche nicht entgehen lassen. 1978 von Papst Johannes Paul II. Zur Basilika Minor erhoben, stellt sie heute ein religiöses Zentrum für Pilger aus aller Welt dar. Am Abend kehrt die Wanderfamilie erschöpft, aber auch beeindruckt von den vielen Erlebnissen und Sehenswürdigkeiten, die der Tag ihnen eröffnet hat, in ihre Herberge zurück. Bei einem guten Essen oder einem entspannenden Bad im Hot Tube kann man den Tag noch einmal Revue passieren lassen, bevor sich alle ins Bett begeben, denn schon am nächsten Tag warten weitere Wanderungen und Abenteuer auf den Gast. Wer die karnischen Höhenwege beschreiten will, findet hier ein optimales Basislager. Von hier lassen sich auch mehrtägige Wanderungen ausgezeichnet planen. Übernachten kann man dann auf den zahlreichen Schutzhütten auf dem Karnischen Kamm. Wanderer und Bergsteiger kommen auf diesen Weg gleichermaßen auf ihre Kosten. Am Talschluss des engen, wildromantischen Lesachtals öffnet sich das Gailtal gegen Osten hin. Ein breiter Talboden, sanfte Hügellandschaften und die höchsten Gipfel der Karnischen Alpen sind die landschaftlichen Merkmale des Bergsteigerdorfs Mauthen. Kulturhistorisch ist Mauthen der bedeutendste Ort der ganzen Region und war schon zur Römerzeit unter dem damaligen Namen Loncium besiedelt. Als zentraler Ort im oberen Gailtal mit dem Plöckenpass als Grenzübergang nach Italien ist Mauthen seit jeher Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in die grenzüberschreitende Region. Im Ersten Weltkrieg wurden von Mauthen aus die Stellungen entlang des karmischen Hauptkammes organisiert. Dank dem Engagement der Dolomitenfreunde unter Professor Walter Schaumann sind die kriegshistorischen Erkundungen im Museum 1915 bis 18 im Rathaus der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und im Freilichtmuseum am Plöckenpass wissenschaftlich dokumentiert und erlebbar. Die erdwissenschaftliche Erforschung der mächtigen Kalkmassive und Almlandschaften bis weit über das Nassfeld hinaus verdankt das Bergsteigerdorf Mauthen den Arbeiten der Geologischen Bundesanstalt unter ihrem ehemaligen Leiter Professor Hans-Peter Schönlaub. 500 Millionen Jahre Erdgeschichte und die Arbeit hunderter Geologen ermöglichten die Errichtung des Geopark Karnische Alpen, die heute sowohl im Museum in Dellach als auch entlang der zahlreichen Geotrails am Zollnersee erwandert werden kann. Der bewusste Umgang mit landwirtschaftlichen Ressourcen mündete vor wenigen Jahren in der weltweiten Auszeichnung als erste Slow Food Travel Region.
Seit vielen Jahren schon als köstlichstes Eck Kärntens bekannt, haben sich Produzenten, Händler und Hotellerie der Region dazu verpflichtet, sich gemeinsam zurückzubesinnen. Nach dem Leitspruch, gut, sauber und fair zu handeln und den Menschen der Region und ihren Gästen den ehrlichen Geschmack, die biologische Vielfalt und eine gesunde Ernährung zu bewahren, ist das gute Essen eine bewusste Entscheidung jedes Einzelnen. Einer der liebevoll bezeichneten Dickköpfe ist Sepp Brandstätter, der sein ganzes Leben dem Gailtaler weißen Landmais widmet, einer alten, über Jahrhunderte unverändert gebliebenen Maissorte. Das Saatgut wird von ihm selbst weiterverarbeitet. Der Mais zeichnet sich durch besonderen Geschmack, Gentechnikfreiheit und leichte wie vielfältige Verarbeitung in der Küche aus. Der Gailtaler weiße Landmais ist frei von Gluten. Vom Mais ist es ein kleiner Schritt zum Bäckermeister. Im Jahre 2005 haben Thomas und Angelika Matitz ihren Bäckereibetrieb modernisiert und schließlich fast die Gesamtproduktion auf Natursauerteig umgestellt. Verschiedenste Brotarten und Weckerlvariationen sowie eine Vielzahl von Crackern machen einen Besuch im Slow Food Travel Vorzeigebetrieb zu einem wahren Muss. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts starteten von Mauthen aus alle namhaften Expeditionen zur alpinistischen Erkundung der Karnischen Alpen. Insbesondere am Kellerwandmassiv mit dem Eiskar als südlichsten Gletscher Österreichs und mit der Hohen Warte als höchsten Gipfel. Im Jahr 1894 folgte schließlich die Gründung einer eigenständigen ÖAV-Sektion. Heute ist das Bergsteigerdorf Mauthen mit seinem ÖAV-Freizeitzentrum, Ausbildungsstätte und Ausgangspunkt unzähliger Natur- und Bergerlebnisse für Jung und Alt. Reizvolle Blumenwanderungen auf die Mussen und die Mauthener Alm, Klettersteige und Sportklettertouren im Plöckengebiet, Wanderungen und Radausflüge, Fliegenfischen und Erlebniswanderungen auf die Gailtaler Almkäsereien im Sommer. Sowie Wintererlebnisse wie Skitouren, Ski- und Landlauf und Schneeschuhwanderungen gehören zu den alltäglichen Natur- und Freizeiterlebnissen. Ein besonderes Landschaftsjuwel ist die faszinierende Mauthner Klamm. Sie zählt mit ihren bis zu 200 Meter hohen, sich beinahe berührenden Felswänden, zahlreichen Hängebrücken, in den Fels geschlagene Tunnel und eindrucksvollen Steigen zu einer der schönsten Schluchten Österreichs. Der abenteuerliche Klabautersteig liegt im hinteren Teil der Klamm. Die ca. 2,6 Kilometer lange Strecke ist als Klettersteig ausgebaut. Der Klabautersteig ist für abenteuerliche Familien eine volle Sensation. Der Weg führt nicht nur durch den Felsen entlang, sondern geht auch quer durch die Bachbette. Der Ausgangspunkt für die Mauthener Klamm ist das Naturschwimmbad Waldbad Mauthen. Wenn der Herbst kommt, müssen sich alle für den Winter rüsten. Die ersten Schneestürme beginnen in den Bergen und sinken dann rasch ins Tal hinab. Aber auch der Winter hat seine schönen Seiten. Skifahren und andere Wintersportaktivitäten können hier nun ausgeführt werden. Und auch für die Wanderfreunde gibt es im Winter einige spannende Möglichkeiten, die verschneite Landschaft zu genießen. In allen Bergsteigerdörfern entlang der Karnischen Alpen gibt es nach den ereignisreichen Tagen die Möglichkeit, einen entspannten Abend zu verbringen und sich vielleicht schon auf die nächsten Abenteuer vorzubereiten. Wer es etwas gemütlicher angehen will, kann in allen Höhen aus einem unerschöpflichen Angebot wählen. Abseits von Leistungssport und ehrgeizigen Zielen bereiten naturbelassene Sommer- und gemütliche Winterfreuden viel Spaß, ideal für Familien und Gruppen jeden Alters. Die Karnischen Alpen ziehen Menschen an, die vom Alltagsstress wegkommen möchten und unbeschwert und frei heimische Berge, unberührte Landschaften, stille Seen und urige Dörfer suchen.
In und bereits wenige Meter außerhalb der Bergsteigerdörfer kann man diese unbändige Freiheit und Schönheit finden.